Hallo meine lieben Freunde des geliebten Gaming, willkommen hier zurück bei einer weiteren Folge auf im LS22 auf dem Bergbauernprojekt mit dem lieben Florian. Einen wunderschönen. Ebenfalls. So, gerade am Abtanker, der ist am Arbeiten. Der Philipp ist am Pressen und ich schalte mir da meine Ladebahn wieder ein und hol das restliche Stroh rein. Beziehungsweise bring's zum Verkaufer, damit da was verrockt. Ah, da geht den dritten Scheitel. Hör bloß 15. 15 Sachen vorne mit dem guten Ladebahn. Naja, 5 haben wir schon gleich im Spiel. Mei. Wir haben ja arbeiten in Nacht, nicht umgekehrt. Ja. Das wird eine lange Nacht. So. So, nur über den Haufen von einwandfrei. Schau sich das einer an. So, bringen wir da alles mit. Größtenteils. Ja. Geht schon klar. Musi. Aber das läuft sich nicht überlappen, passt schon. Wird blockiert, muss entladen werden. Ei, jetzt kommt aber gleich alles, aber mal. Ich hab alles dann, ja. Muss ich mich schon umgewinnen mit dem Lenker. Vorher war es, also bevor das Update war, das Lenkrad ja ohne Blockade immer so ganz lang. Zack, 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 bis es gut hat. Und jetzt seit dem neuen Update ist er wieder. Ein bisschen Widerstand beim Lenker, du kannst nicht mehr so schnell rumreiben. Ich weiß auch, dort sein kann man da schon. Super rumfahren. Mich wundert ja, dass er immer noch meldet, dass er blockiert wird, obwohl er die Arbeit beendet hat. Ja, das weiß ich auch nicht. Nur schon fragen. Die Bahn ne? Ja. Warst du schon eine? Mal kurz, muss mal weg. Wir nehmen uns noch ein Schlückchen. Dass du hinten gerade am Schaufen. Oder ist das der Schlitter, der gerade blockiert wird? Ich glaube, der rührt sich da hinten nicht mehr. Wo ist sie? Da ist sie. Drescher können wir jetzt dann sowieso auf Missionsfeld umsetzen, oder? Jo, kannst du dann gleich machen. Machen wir. Wenn du Zeit hast. Ja, bin ich gut am Laufen. Zum Abtanken, zum Ablohnen. Und dann schauen wir schnell, was der Kollege Schlüter da drüben hat.
Ja, wahrscheinlich einen Baum oder was können haben. Ja, und dann kommen wir uns um einen Drescher. Wo muss er denn nochmal überhaupt? 11. 11, ah, die ist ja da hinten, oder? Normalerweise. Die ist gleich über den Fluss drauf eigentlich. Ja. Ablohnen. Ja genau, der hat seine Arbeit wunderbar beendet, das gefällt er mir. So Kollege, was ist mit dir? Das wird blockiert. Da ist doch nichts, Bruder. Vor. Nein. Nur Amateure. Naja, echt so. Kann man sich jetzt sehen? Weil er sich um den Ecken rumfahren trauen. Warum auch immer. Lass jetzt schleppt da der Schlitter. Muss er schnaufen? Und fahr los. Ah! Stopp. Da ist der Big Punkt, ja. Boah, Main für dich. Und Abfahrt. Und runter. Drescher. Ah, stimmt, direkt wieder. Ah, da liegt er drüben. Ja, wenn er kein Buch hätte, dann kann man schön umfahren können. Nein. Was ist denn dem sein Problem, Alter? Darf der kein Ecken hier, oder was? Oh, Drescher ist schon immer so sauber aus. So, das setzen wir jetzt den Drescher mal schnell um. Habt ihr den Platz schon wieder? Na, Gott. Bei 5,1 Stunden hat der Drescher schon drauf. Ja, schon gut was gemacht, ja. Der Böde. Ausschaltet er, nein. Network sorgen. Einmal frei. Na, hätte ich aber jetzt dann gesagt, schauen wir gleich, dass wir uns einen Zug mieten. Und unser Zeug schon mal alles wegschaffen, dass ich da nichts überlappen kann. Außer, das kommt sowieso aber auch noch schnell dann. Ist wurscht. Mühle. Okay, dann.
Ist wurscht, Zug brauchen wir trotzdem, also. Ja, aber wir können noch warten. Ja, ja. Dann haben wir da den Kursus. Okay. Einwandfrei, der arbeitet ohne Probleme. Mit der Kollege hier nicht. Vielleicht kommen wir mit den Ecken nicht klar. Machen wir es so. Geben wir den scharfen Ecken. Vielleicht kommt man mit denen eher klar. Man weiß es ja nicht. Setzen wir aber gleich mal schon da drüben, ne? Dann passt der Kurs gerade mehr oder weniger. So, Kollege. Dann machen wir dann mal schnell einen Kurs. Wenn du das so machst, dann machen wir es nicht scharf. Liegt dir das ja eher. So, dann schauen wir mal, wie der Deiz dann aufzieht. Ein Schwader? Mhm. Ja, was heißt aber Espresso, oder? Ja, Espresso, ja. Einwandfrei. Ich bin rot jetzt, also ich bin gerade am Laufen, also ich bin gerade beim Prozent schütteln. Und viel Spaß. Das schaut mir doch gut aus. Dann machen wir. Dann hoffen wir mal, dass es kann. Jetzt müssen wir den hier nochmal. Aber unseren Stoff weghauen. Mühle, wo war denn die Mühle? Irgendwo im Buch so. Mhm. Ne, bei Feld 15, bei Feld 21, da hinten unten. Das müsste Mühle gewesen sein. Ja, oder? Genau. Ja. Das glaube ich kommt mir auch bekannt vor.
Oh, da ist er wahrscheinlich, so wie es ausschaut, hier auch schon bald wieder Füße. Er mag immer noch keine Ecken, okay. Na, Helvi, die halt immer wieder bei der Ecke. Jetzt spann dich Sachen, zieh darauf. Zügsch. Oh, hi, jetzt wird's steil. Nein, verbessern, 10 Sachen sind. Oh. An der schlechten Stelle. Dann bauen wir gleich noch einen, wenn er wieder da ist. Bietet sich an. Ah, nicht vorne abtanken. Wie geht's für dich, Kollege? Ja, weil. Da war so eine Gasgemüse, da richtig noch rausrüsen. Das war's. So, der ist am Macher. Gleich würde wieder sagen: Probleme. Genau, das unten. Das wird gefühlt wieder der gleiche. Wer war mal wurscht, ist aber. Können wir die wieder näher lassen. Und viel Spaß. Oh, beim zweiten Schalter. Ah, ja. 10%, das lese ich gern. So, sind wir wieder im Eicher, da rum. Auch nicht wirklich dazukommen sind in der Folge, liebe Leute, denn wir sind auch mit dieser Folge wieder fertig. Jetzt kommt natürlich die Abmoderation, die niemals fehlen darf. Ein Däumchen wäre ein Träumchen und kostet auch keinen Cent. Unten den roten Knopf drauf, wer empfand den digitalen Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Das war's von mir. Dann sehen wir uns schon bald zu einer weiteren Folge hier im Bergbauprojekt zusammen mit dem Philipp. Und bis dahin macht es gut. Haut rein und ciao, ciao. Ciao.